Mein Name ist Marco Schauermann und ich bin Zahnarzt im Kölner Süden, in Köln-Sürth, seit dem Jahre 2000. Unsere Praxis hat den Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie, zertifiziert nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Implantologie und den Schwerpunkt computergestützter Zahnheilkunde. Diese beiden Schwerpunkte lassen sich hervorragend kombinieren zur Implantatversorgung. Wir können durch das digitale Volumentomogramm, quasi einer dreidimensionalen Röntgenaufnahme und der exakten computergesteuerten Planung mittels des Magellan-Systems, das Implantat schmerzfrei und in einer kurzen OP-Dauer einsetzen. Nach der Implantat-OP haben wir in aller Regel kaum Schmerzen und der Patient ist in aller Regel sehr schnell wieder belastbar und kann somit auch seinem alltäglichen Leben sehr schnell nachgehen. Wenn das Implantat eingebracht ist, können wir mittels einer computergestützten Prothetik, das bedeutet einer computergestützten Krone aus Vollkeramik, das Implantat sehr schnell versorgen, sodass der Patient auch in sehr kurzer Zeit wieder einen Zahn an der Stelle hat, wo früher mal der eigene war. So, wir sehen jetzt den Zahnfilm der Regio Zahn 1-6. Man kann erkennen, dass dieser Zahn wurzelbehandelt ist und interradikulär eine große Osteolyse aufweist. Außerdem sieht man leichte apikale Aufhellungen im Bereich der Wurzelspitze. Der Patient stellte sich vor ungefähr einem halben Jahr hier in der Praxis vor mit einem submukösen Abszess in Regio 1-6. Dieser Abszess wurde inzidiert und infolge dieser Behandlung musste dann auch der Zahn 1-6 extrahiert werden. Diese große interradikuläre Osteolyse war nicht mehr zu behandeln und somit musste der Zahn endgültig extrahiert werden. Wir sehen nun einen Ausschnitt eines OPGs. Dieses OPG wurde ca. 3 Monate nach Extraktion angefertigt und man kann erkennen, dass in dem Bereich des Alveolarknochens, wo der Zahn 1-6 vorher war, die Knochensubstanz noch nicht ganz kalzifiziert ist. Man kann auch erkennen, dass der Boden der Kieferhöhle nah an den Wurzelspitzen der Nachbarzähne entlangläuft und man durch die Osteotomie, die gemacht wurde, um den Zahn zu entfernen, wir einen Knochenverlust Krestal erlitten haben und somit eine computergestützte Planung, eine navigierte Planung mittels Magellan sicherer für den Patienten ist und auch den postoperativen Verlauf deutlich vereinfacht. Wir sehen nun die Planung mittels Magellan. Im berechneten OPG konnte man nun das Implantat planen. Vom Bereich des kristallen Alveolarknochens zum Kieferhöhlenboden konnten wir ein Implantat der Länge 8 mm planen und man endet exakt unter dem Kieferhöhlenboden. Weiterhin wurde eine virtuelle Krone geplant und man kann sehr schön auf diesem Bild sehen, dass die Implantatachse und die Kronenachse sehr bzw. nah kongruent ist. Im Schnittbild des digitalen Volumentomogramms kann man sehr schön erkennen, dass das geplante Implantat wiederum exakt unter dem Kieferhöhlenboden liegt und die Implantatschulter genau auf kristaller Höhe steht. Vom Knochenangebot von orovestibulär haben wir sehr viel Platz und ein Implantat des Durchmessers 4,8 mm ist dort ohne Problem einsetzbar. Auch hier kann man wieder sehr schön erkennen, dass Implantatachse und Kronenachse nahezu gleich geplant werden konnten. Der große Vorteil der kongruenten Implantat- und Kronenachse bietet nach dem Einsetzen der CEREC-Versorgung eine schöne ästhetische Möglichkeit, den Schraubenkanal auf der Okklusionsfläche der Krone zu verkleben. Vor
der OP, während der Planungsphase, haben wir mit dem CEREC-Gerät den Oberkiefer des Patienten gescannt und haben so ein virtuelles Modell erhalten. Dieses virtuelle Modell konnte man dann mit dem digitalen Volumentomogramm verheiraten und übereinander lagern, sodass wir der Zähne und das Modell exakt übereinander lagern konnten und die Planung für die Prothetik recht einfach ist. Wir haben in diesem Bereich das Implantat geplant und drüber die Krone 1,6. Wenn wir das Modell wieder einblenden, kann man sehr schön sehen, dass die Krone eine schöne Passung hat, exakt in die Lücke passt und die Achslage des Implantats und der Krone wieder übereinstimmen. So, was wir jetzt hier sehen wir die Schaltlücke in Regio 1,6. Wir haben den Zahn Regio 1,6 entfernt vor circa genau 5 Monaten. Also wir machen heute eine etwas verlängerte Sofortimplantation. Wir mussten so lange warten, da wir einen apikalen Prozess hatten und auch einen interradikulären Prozess. Der Zahn hatte gefistelt und musste deshalb entfernt werden. So, wir wollen das heute navigiert implantieren mit der Magellan-Schablone. Ich überprüfe jetzt den Sitz der Bohrschablone. Man sieht, dass die Schablone sehr schön passt, hier in dem freigeschliffenen Bereich des Dreiers. In Regio 1,6 haben wir die Bohrhülse. Das Gute ist, wir können hier direkt stanzen, können also minimalinvasiv das Implantat einbringen, ohne Entlassungsschnitte, ohne einen Crestdump-Schnitt. Wir werden jetzt im Bereich des Implantats mit der Gingiva-Stanze den Alveolarknochen freilegen. Wir werden direkt damit anfangen. Das Gute ist, wir haben sehr breite Knochenverhältnisse. Die oral-bukale Distanz ist recht groß. Wir können noch gleich ein 4,8 mm Durchmesserimplantat wählen. Und die bewegliche Schleimhaut der Umschlagfalte liegt sehr weit entfernt vom zu stanzenden Bereich. Gut, wir werden jetzt mit 15 Umdrehungen die Gingiva dort stanzen, um das freizulegen. So, was man jetzt hier sehr schön sehen kann, hier im Bereich ist der gestanzte Anteil, den wir jetzt vorsichtig entfernen. So, ich habe jetzt den Schleimhautdeckel entfernt, den wir eben gestanzt haben. So, ich werde diesen Schleimhautdeckel aufbewahren. Wir werden dem eine Kochsalzlösung geben, damit wir eventuell diesen Bereich dann auch später wieder vernähen können, wenn wir es müssen. Wir haben geplant, das nicht geschlossen einheilen zu lassen, sondern wir werden gleich diese Stelle, das Implantat, sofort versorgen mit einem provisorischen Kunststoff-Abutment bzw. einer provisorischen Kunststoffkrone. Und deshalb brauchen wir diesen Schleimhautdeckel hoffentlich nicht mehr. Aber falls irgendwas sein sollte und wir das Implantat nicht primär stabil bekommen, müssen wir dann diesen Schleimhautdeckel reponieren und wieder vernähen. Ich säubere jetzt erstmal den restbaren Anteil des Alveolarknochens. Gut, was man erkennen kann, ist, dass im relativ zentralen Bereich etwas nach distal geneigt eine kleine bindegewebige Einheilung des Knochens zu sehen ist, die wir aber durch die Bohrung entfernen werden, was wir schon bei der Magellanplanung so sehen konnten und mit eingeplant haben. Gut, wir werden nun mit dem ersten Pilotbohrer die erste Bohrung tätigen. Ich werde nun einmal mit der Sonde zur Längenmessung die Kavität kontrollieren, bevor wir dann weiter aufbereiten werden. So, der zweite Bohrer, der jetzt die Länge 6,5 mm hat. So, ich werde jetzt nochmal die zweite Bohrung sondieren. Die Bohrung hier mit der D4-Reihe, dadurch, dass die Extraktion bzw. die Osteotomie des 1,6 erst 5 Monate her ist und im zentralen Bereich der Knochen etwas weicher erscheint, haben wir uns hier für die Reihe D4 entschieden, wo wir etwas weniger aufbereiten, um nachher eine schönere Primärstabilität zu bekommen. So, wir werden jetzt die definitive Länge präparieren mit dem Bohrer für 8 mm.
wie gesagt, in der D4-Reihe für das 4,8 mm Durchmesser Implantat. So, schon hier einmal die Kavität. Wir haben die 8 mm Länge erreicht. Kann keine Perforation der Kieferhöhle tasten. Nach palatinal und nach bukal hin haben wir Knochenstabilität, kann dort auch keine Perforation tasten. Gut, dann werde ich jetzt noch einmal die Bohrschablone anlegen und wir werden dann den Stockbohrer nehmen. So, wir werden jetzt das Implantat aus der sterilen Box entnehmen. Wie gesagt, wir haben das Implantat der Länge 8 mm, im Durchmesser 4,8 mm. So, sieht man ganz schön, dass wir jetzt die Bohrlänge erreicht haben und das Implantat exakt auf der Bohrlänge auch eine Eindrehkraft von 35 Newton erreicht hat. Damit haben wir eine schöne Primärstabilität. Eingebrachte Implantat sehen, sehr schöne Primärstabilität. So, ich werde jetzt noch einmal die Knochenbindigkeit kontrollieren. Im Regelfall käme jetzt eine Einheitsschraube, ein Gingiva-Former auf das Implantat und man würde das Implantat offen einheilen lassen mit einer Einheitszeit von ca. 2 bis 3 Monaten. Wir wollen aber heute das Implantat fortversorgen mit einem CEREC-Gerät und wollen mittels der Medentis-Scan-Basis bzw. dem Medentis-Scan-Pfosten die orale Situation abscannen, dann die Krone und das Abutment konstruieren und das Kunststoff-Abutment dann mit dem Medentis-Klebe-Abutment verbinden, verkleben und dann zum Schluss einsetzen. Der große Vorteil ist, dass das Implantat sehr primärstabil ist, können wir das so durchführen und der Patient ist dann gleich sofort mit dem Zahn versorgt. So, was wir jetzt hier sehen, das ist der Scanpost für die CEREC-Abformung, für die optische Abformung, den sogenannten Scan. Dieser Scanpost wird jetzt in das Implantat eingebracht mittels dieser Verbindungsschraube. Was man hier auf dem Scanpost erkennen kann, dieser Scanpost hat in diesem Bereich, wo jetzt die Sondenspitze liegt, eine kleine Nase hier in diesem Bereich. Diese Nase ist eine optische Kontrolle, um später dort die Scankappe aufzustecken, um die genaue Positionierung von Scanpost, Implantat und Scankappe kontrollieren zu können. Sinnvoll ist es, wenn man diese Nase in einen gut sichtbaren Bereich legt, damit man das gut kontrollieren und nachvollziehen. So, der Scanpost sitzt jetzt drin. Wir werden jetzt mittels des Schraubendrehers die Verbindungsschraube festziehen. Man merkt sofort beim Festziehen, dass das Implantat eine sehr schöne Primärstabilität besitzt. Gut, dass man sehr schön sieht, diese Nase des Scanpfostens liegt nach bukal geneigt. Wir werden jetzt eine Scankappe nach oben draufsetzen, weil wir mit der CEREC Omnicam nun das Ganze scannen werden. Was man hier sehr schön wieder erkennen kann auf dieser Scankappe ist, dass wir hier dort auch wieder diese Nase vorfinden und die jetzt exakt passgenau über die Nase im Scankörper gesteckt wird. So, da sieht man jetzt sehr schön, dass Nase des Scankörpers und Nase der Scankappe exakt übereinander liegen. Ich säubere nur zuerst einmal den Bereich um das Implantat herum. Wir werden nun das Ganze mit dem CEREC-Gerät scannen. Das Schöne ist, dass durch die minimalinvasive Operationstechnik und das Stanzen wir kaum Blutung haben und so direkt ohne Probleme den Situs, die Zähne und die Schleimhaut scannen können. So, wir haben jetzt den Scan des Oberkiefers mittels des CEREC-Geräts durchgeführt und haben auch den Gegenkiefer, also den Unterkiefer, gescannt. Ein dritter Scan würde jetzt erfolgen von der bukalen Bisssituation. Nur bevor wir das scannen, müssen wir den Scankörper und die Scankappe wieder herausnehmen, weil es sonst nicht zu einer passgenauen Okklusion kommen kann. Und können nun die Bissregistrierung scannen und danach noch einmal die Schleimhaut scannen, damit wir ein Schleimhautmodell erhalten. So, wir werden jetzt den letzten Scan durchführen. Der
Gingiva der Schleimhaut, dass wir sozusagen uns die Gingiva-Maske darstellen können. So, nachdem wir nun den intraoralen Scan durchgeführt haben, werden wir in der Zwischenzeit, wo die Versorgung konstruiert wird mit dem CERIC-Gerät, geschliffen wird und fertiggestellt wird, wollen wir in der Zwischenzeit einen Gingiva-Form, eine Einheitsschraube einschrauben, um die Blutstillung zu gewährleisten und die Gingiva, die Schleimhaut, vor dem Kollabieren zu stützen. Ich werde erst einmal die Höhe der Gingiva ausmessen. Dort ein Enddurchmesser 6 mm dicke Einheitsschraube und in der Höhe 4 mm. Das ist die Einheitsschraube, die wir in der Zwischenzeit, bis die provisorische Versorgung hergestellt ist, einschrauben werden. Hier sehen wir das postoperative OPG und man kann sehr schön erkennen, dass die Planung mittels der Magellan-Software exakt mit dem postoperativen Röntgenbild übereinstimmt. Das 8 mm Implantat sitzt exakt unter dem Kieferhöhlenboden und weist kristall die gleiche Position auf wie in der Planung. Wir haben einen genügenden Sicherheitsabstand zum Zahn 1,5 und zum Zahn 1,7. Hier sieht man den Gingiva-Former bzw. die Einheitsschraube, die am Ende der OP eingesetzt wurde. Diese Einheitsschraube wird gleich wieder entfernt und das Abutment inklusive Krone dann auf das Implantat aufgeschraubt und der Patient sofort versorgt. So, was man jetzt hier sieht, ist, dass der Gingiva-Former nach dem Einsetzen des Implantats und wir haben mittlerweile die Implantatkrone angefertigt, eine sogenannte Hybridkrone, also Krone und Abutment gemeinsam. Wir werden jetzt den Gingiva-Former herausnehmen. Man sieht, dass es eine sehr schöne, stabile Schleimhaut hat. Wir werden jetzt die Krone einmal anprobieren. Da haben wir jetzt die CERIC-Krone, die mit dem Medentis ICX Kleberabutment verklebt ist. Wir haben den Schraubkanal, probieren die jetzt an. Ich spüle einmal das Innengewebe des Implantats. Gut, nach dem ersten Einsetzen der sofort angefertigten CERIC-Krone verklebt mit dem Medentis Klebeabutment kann man sehen, dass die Farbwahl ganz gut aussieht und wir werden die Verbindungsschraube jetzt heute nur mit der Hand anziehen, nicht mit einem Drehmomentschlüssel. Das werden wir erst machen, wenn die Einheilungsphase vorüber ist, nach ungefähr 2 bis 3 Monaten. Wir verschließen den Schraubenkanal heute mit einem provisorischen Material, sodass wir dort wieder herankommen, wenn wir die Verbindungsschraube und das Abutment definitiv einschrauben und wir so problemlos das provisorische Material wieder entfernen können. Die Okklusionskontrolle wird gleich noch erfolgen. Hier sehen wir jetzt in der Mitte den Schraubenkanal, den wir jetzt verschließen. So, wir verschließen jetzt den Schraubenkanal mit einem Kunststoffpellet, um die Verbindungsschraube abzudecken und den Rest des Schraubenkanals mit einem provisorischen Kunststoff. So, da haben wir den Schraubenkanal mit einem provisorischen Kunststoff verschlossen.